damit den Karmeliten nicht der Wein der jungen Mitbrüder ausgeht, hat uns Gott geschenkt, dass Pater Philipp mit uns feiert, und heute tat er hier sein erstes Zeichen. Seit 19. März ist er Novize bei uns und wir freuen uns darüber, Pater Philipp. Worum geht's? Die Königin Esther sieht, dass das Volk der Juden vernichtet werden soll und wendet sich an den König. Und tatsächlich, der kann etwas bewirken. Und es heißt dann, die Juden waren glücklich, sie jauchzten vor Freude. Sie aßen und tranken und ließen es sich an diesem Tag gut gehen. Die Intervention der Esther konnte dem Volk die Rettung möglich machen. Die Hochzeit zu Kana, ob nun die Gäste selbst wussten, dass der Wein zu Ende ist, ist nicht ganz deutlich. Ob es alle gewusst haben, jedenfalls Maria hat es gemerkt. Sie wendet sich an einen Größeren, wie die Esther sich an einen Größeren wendet, wendet Maria sich an einen Größeren, an ihren Sohn, um die Not des Schwächeren zur Sprache zu bringen. Wenn eine Hochzeit nicht fertig gefeiert werden kann, ist es unangenehm. Wenn ein jüdisches Volk vernichtet werden soll, ist es eine Tragödie, eine Katastrophe, eine himmelschreiende Sünde. Und jetzt, wenn die ganze Menschheitsfamilie verloren geht, dann ist das ganze Schöpfungswerk zunichte. Ich will damit sagen, Maria schafft es, dass die Hochzeit weiter gefeiert wird. Die Esther hat es zustande gebracht, dass das Volk gerettet wird. Und Maria schafft es jetzt auch, dass sie uns den Erlöser bringt und uns zum Erlöser führt, der alles gut macht. Die ganze Menschheitsfamilie ist jetzt das Thema. Nicht nur die Hochzeitsgäste, nicht nur das jüdische Volk, die ganze Menschheitsfamilie wird durch den Beitrag Mariens und durch das Wirken ihres Sohnes zu einer Festgemeinschaft. Und ich weise darauf hin, was Hieronymus einem gesagt hat, der gespottet hat über Jesus und über die Christen, und dieser Spötter hat sich bezogen auf die Hochzeit, von der uns erzählt wurde, und hat gesagt, die haben den ganzen Wein weggetrunken und Jesus hat ihnen 600 Liter dazu geschaffen. Haben sie denn diesen Wein auch noch ausgetrunken, diese Gäste? Nein, sagt Hieronymus, wir trinken bis heute. Wir trinken bis heute und das ist unser Fest. Wir leben von dem, was uns Jesus bereitet. Und wie Maria wollen auch wir jetzt vermitteln zwischen den Menschen in Not und dem Größeren. Fürsprechend da sein, betend da sein, hinweisen. Und dass auch wir dann, wie Maria es getan hat, den Leuten sagen, alles, was er, Jesus, euch sagt, das tut. Und ihr werdet staunen. Bringt das, was ihr habt, sagt dann Jesus, bringt das Wasser
und ich gebe euch die Fülle. Viel besser als alles andere, was der für den Weinverantwortliche hätte bringen können. So wünsche ich uns, dass wir diese Hochzeit zu Kana begreifen als ein Fest, ein Vorausfest, welches der ganzen Menschheitsfamilie zugedacht ist, weil Jesus und seine Mutter da sind. Jetzt genügt es, dass wir unseren Beitrag im Gehorsam bringen und Jesus macht aus unserem Beitrag all das, was die Zukunft schön macht. Amen.